freue mich jetzt sehr, dieses Podium um zwei Menschen bereichern zu dürfen, die mit uns, glaube ich, ganz viel von dem weiterführen werden, was in diesen ersten 20 Minuten von Ihnen angeklungen ist. Jamin Langhoff ist Intendantin mit der jetzigen Spielzeit des Maxim Gorki Theaters in Berlin, worüber wir uns in Berlin wahnsinnig freuen. Sie hat 2008 das Ballhaus Nauninstraße gegründet und ich glaube, es ist weit über die Berliner und auch über die deutschen Grenzen hinaus gedrungen, dass das eine neue und fulminante Art des Theaters und der Partizipation und der neuen Arbeit auch mit jungen Menschen aus unterschiedlichsten Zusammenhängen gewesen ist. Dafür hat sie ganz, ganz viel Elogen bekommen. Und davor war sie Kuratorin am Berliner Hebbel Theater. Sie ist multipel aktiv in verschiedenen Gremien und sie ist es auch im Rat für kulturelle Bildung, wo sich wieder der Kreis zur Mercator Stiftung schließt. Jamin Langhoff, freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ich glaube Ihnen, ich muss Ihnen Winfried Kneip nicht vorstellen, ich tue es trotzdem. Er ist natürlich seit 2009 der Leiter des Kompetenzzentrums Bildung hier in der Stiftung und er war vorher 6 Jahre lang der Geschäftsführer der Yehudi Menuhin Stiftung, was auch nochmal eine besondere Sparte kultureller Bildung betrifft. Ja, Winfried Kneip, schön, dass Sie uns auch auf dem Podium bereichern. Ich bin so ein bisschen aus meiner professionellen Moderatorenrolle raus, weil jetzt wieder genau das passiert ist, was immer passiert, wenn ich die Musik von Herman van Veen höre, was ich vorhin mit Verwandlung benannt habe. Ich versuche trotzdem zur Professionalität zurückzukehren und ihm zu bleiben. Und ich möchte Sie zitieren und die erste Frage an Winfried Kneip richten. Ich nehme ganz viele Begriffe auf von dem, was Sie gesagt haben. Ich sage Empathie, Vertrauen, Liebe. Sie haben gesagt, es hat mich frei gemacht. Ich habe in mir einen Raum bekommen, bin weniger ängstlich geworden. Und mein Lieblingssatz da drin war, wenn etwas merkwürdig ist, und Sie haben es wörtlich so gesagt, dann habe ich keinen Schiss. Ich würde von Ihnen gerne wissen, Winfried Kneip, was hat das, was Herman van Veen beschrieben hat, für Sie mit Ihrem Verständnis in der Stiftung von kultureller Bildung zu tun? Was Herman van Veen ausmacht und mich im Übrigen seit mehr als 30 Jahren an ihm begeistert und überzeugt, ist ja, dass er als Künstler, und das haben wir ja gerade auch gesehen, immer in der ganzen Zeit authentisch geblieben ist und ganz eigen ist, einen ganz eigenen unverwechselbaren Ausdruck hat, den niemand sonst hat. Das ist ja auch etwas, was er gerade in seiner Ansprache betont hat. Und ich glaube, genau das, dass er nie irgendwie angepasst war und dass er als Künstler nie gefällig war, sondern immer als Künstler sich ausdrücken und sprechen musste, hat auch die Menschen, die ihn erleben durften, in den Konzerten, in seinen Programmen, immer begeistert. Er hat die Zuschauer mitgenommen auf eine Reise mit ungewissem Ausgang. Das heißt, man wusste nie, was steht am Ende des Abends bei dem, was Herman van Veen präsentierte. Er hat sein Publikum zum Lachen gebracht. Er hat seinem Publikum gleichermaßen einen Spiegel vorgehalten, dass ihm das Lachen im Halse erstarb. Und er hat im nächsten Moment das Publikum wieder mitgenommen und es wieder über sich selbst zum Lachen gebracht. Also diese Qualitäten der Kunst, die Qualitäten von Künstlern, wie Herman van Veen einer ist, nämlich sich frei auszudrücken, Menschen zu berühren, mitzunehmen, auf eine Reise, Grenzen einzureißen, wie Sie es vorher benannt haben, das ist, glaube ich, eine Qualität, die ein unheimliches Potenzial für Bildung beinhaltet. Und wie aber, oder was sollen Sie und wollen Sie dazu beitragen, dass kulturelle Bildung so organisiert wird in diesem Land und nicht nur in diesem Bundesland, sondern auch über die Grenzen hinaus, dass genau das multipel möglich wird? Solche künstlerischen Initiationen, Sie haben von gesehen werden, Sie sind ja gesehen worden von Menschen. Was tut die Mercator Stiftung dazu, dass es die Künstler gibt da draußen, die es ja zuhauf gibt, die das sehen können und sehen lernen, sehen zu können? Und was tun Sie dazu, um das systemisch zu organisieren? Naja, ich glaube, wir wissen ja heute, dass kulturelle Bildung ein Bestandteil einer umfassenden Bildung sein muss. Wir wissen, dass kulturelle Bildung auf der einen Seite einen Wert an sich hat, indem es die Menschen und die Persönlichkeit der Menschen bildet und auf der anderen Seite einen, wie wir es auch oft nennen, einen Kollateralnutzen hat. Also, dass man beispielsweise das Lernen besser lernt über kulturelle Bildung oder dass es, wie wir jetzt in einer Studie mit der OECD bewiesen haben, dass kulturelle Bildung auch ganz spezifische Kompetenzen fördert, wie beispielsweise Innovationskompetenz, also die Fähigkeit sozusagen Konflikte kreativ zu lösen oder Problemstellungen kreativ zu lösen. Was wir machen, ist im Prinzip für dieses System
Künstler, was sehr komplex ist, also die Qualitäten, die ein Künstler hat, das zur Verfügung zu stellen für die Bildung. Und zwar in dem Maße, dass das, was eigentlich zufällig passieren kann, wenn ein Künstler in eine Klasse kommt, mit Kindern arbeitet, dass das ein System erhält, dass es also nicht zufällig ist, ob ein Kind wie Hermann van Veen das Glück gehabt hat, einen Lehrer zu finden, der ihn erkennt, dass das sozusagen häufiger möglich ist. Wir haben uns deswegen entschieden, tatsächlich die kulturelle Bildung, die bei den Kindern ankommen soll, aber in einem System, wo die Qualitäten möglich sind und erhalten bleiben können, zu organisieren. Heißt, wir arbeiten im Prinzip mit den Ministerien der jeweiligen Bundesländer und versuchen, in jedem Bundesland eine individuelle Lösung zu finden, wie die Länder selber in den Systemen, die sie bedienen können, nämlich in ihren Fortbildungen für die Lehrer, in den Fortbildungen für die Künstler, dass sie in diesen Systemen Qualität hineinbringen. Weil kulturelle Bildung, das vielleicht noch zum Abschluss, passiert nicht von sich aus. Sie braucht gute kulturelle Bildung, die wirkt, braucht auch ein System von Betreuern, von Menschen, die kulturelle Bildung begleiten. Und das können Stiftungen, wie wir es sind, tatsächlich anstoßen, aber gemacht werden muss es in den Systemen der Menschen, die es im Alltag umsetzen. Ich möchte gerne das eine, was Sie gesagt haben, mit den Kollateraleffekten. Ja? Wir reden jetzt auf der einen Seite häufig von ästhetischer Bildung zum Selbstzweck, weil sie Selbsterfahrung ermöglicht. Sie hat aber eben auch Effekte, die häufig benutzt werden, um Fürsprecher für kulturelle Bildung zu finden. Hermann van Veen, bevor ich zu Charmin Langhoff komme, ich möchte von Ihnen gerne wissen, verstehen Sie aus dem, wo Sie herkommen, dass wir so viel für kulturelle Bildung argumentieren müssen über die Effekte, die sie zusätzlich zeitigt und in uns auslöst? Oder stehen Sie manchmal mit Ihrer Biografie schüttelnd davor und sagen, das ist doch alles in dem schon drin, was wir da tun. Wir müssen doch nicht auch noch beweisen, dass wir damit besser Mathematik lernen. Ich denke dann zwei Dinge jetzt. Ein Ding ist, dass die Interesse von der erwachsene Mensch an das Kind. Zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, ich dachte, wenn Sie gerade gesprochen haben, es gab in Holland früher einen Mann, der hieß Pierre Janssen. Und dieser Mann hat eine Fernsehsendung und der erklärte an Leute, die keine Ahnung von Kunst hatten, was da eigentlich gemalt worden war. Und dieser Mann machte das so faszinierend, dass das war der bestgesehene Fernsehsendung, die man sich vorstellen kann in die 60er Jahre. En die erzählte dann, warum das rot und warum das blau und warum er nicht gelb gewählt hat und welche Krise der Künstler war, dass das da keine Rolle spielte. Aber dass man, und dass sie vielleicht kein Schwarz hatte, deswegen hat er weiß gemacht. Und das fing dann an, lebendig zu werden. Also die Kunst, um Kunstunterricht zu geben, ist, über der Stufe der Langeweile hinzugehen und zu versuchen, das Kind zu erreichen in ihrem Nichtwissen. In ihr nicht wissen, weil sie ist gewohnt zu hören, hör auf mit deinem Blödsinn. Also die unmögliche Frage rauszukriegen, das ist, denke ich, wahnsinnig wichtig. Und dann denke ich, dass wenn ein, und ich habe es heute Ihnen auch erzählt, wir sprechen in Holland mit Versicherungsgesellschaften über Kunstunterricht, weil das enorm sparen wird. Können Sie das ein bisschen erklären? Naja, ein krankes Kind, geistlich krank oder whatever krank, das ist nicht nur etwas Genetisches. Das kann auch sein, weil das Kind sich selbst nicht sein kann in einer Umgebung und flüchtet dann in, ich habe vielleicht eine Grippe oder ich habe vielleicht, also die gehen weg, die werden apathisch für ihre Umgebung. Und dann kann das, wenn die Kinder gehört werden in ihre, wenn du echte Interesse an so einem Kind hast, kann das phänomenal sparen. Und dann will ich noch, das ist das Zweite, das möchte ich sagen, also was viele Leute sich nicht realisieren, dass die Kunst eine enorme Industrie ist. Das ist, es gibt kein Radio ohne Musik, es gibt kein Fernsehen ohne Musik, es gibt nichts ohne Musik. Die Leute schauen, die Tagesschau nicht mehr zu, wenn keine Musik da ist. Es gibt keine Werbung ohne Musik. Da ist Kunst ist überall. Also wenn man die erste 10 sieht, dann hat man vielleicht Öl, dann hat man vielleicht Waffenindustrie und dann schwebt da auf einmal der Entertainment-Business, wozu Kunst gehört.
die Zivilisationsebene, wo wir uns äußern, das ist, da gibt es phänomenale Möglichkeiten. Man muss nicht nur sich digital oder whatever. Diese, aber das ist, es ist, als ob das nicht gewissen darf sein. Ich hörte, als ich klein war, von bestimmten Lehrern, kannst du nicht was Vernünftiges tun als Geige spielen? Wie willst du dein Brot verdienen? Das ist die Bindung für mich zu Charmin Langhoff. Okay. Was Vernünftiges hier, was Vernünftiges tun. Ich würde gerne von Ihnen Ihren Begriff von kultureller Bildung kennenlernen für uns alle und worin seine Vernünftigkeit besteht für den Weltenbegriff und den Gesellschaftsbegriff, den Sie haben. Die beantworte ich gleich in Kürze. Ich würde aber tatsächlich erstmal sozusagen bei dem bleiben, was mich gerade bewegt und was, glaube ich, auch vielleicht die komplexere Erklärung von kultureller Bildung ist. Natürlich könnten wir jetzt formal antworten mit der Stiftung Mercator und dem Rat für kulturelle Bildung, nämlich die Allgemeinbildung in den Künsten. Wir könnten uns berufen auf die UNESCO, ein Grundrecht, wie ich finde, wirklich viel mehr als Allgemeinbildung. Aber was spannend war jetzt, ist nicht nur, dass wir die wichtigsten Worte gehört haben, die vielleicht viel auch mit Aufklärung, mit Anstand, mit Zivilisation, mit Entwicklung, Menschwerdung zu tun haben und die Schlagworte, die Sie schon partiell benannt haben, Liebe, Empathie, Vertrauen, Verantwortung und gesehen werden, Wahrnehmung. Und dann aber das Wichtigste, gefasste Erfahrung. Also das heißt, Sie selbst haben eigentlich ein Schlüsselerlebnis beschrieben. Und ich glaube, dass jeder von uns Schlüsselerlebnisse hat in seinem Leben mit kultureller Bildung. Sonst säßen Sie alle nicht hier. Ich behaupte das jetzt einfach, dass Sie genau diese Zugänge hatten, dass Sie genau diese Chancen hatten, Erfahrungen, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Verortung zu betreiben, Codes zu lernen, Wahrnehmungsmöglichkeiten zu lernen, je mehr man davon kann. Das können Sprachen sein, musikalische Sprachen, Nationalsprachen, Computersprachen. Je mehr Codes wir lernen, desto mehr Zugänge entwickeln wir. Natürlich gibt es auch insofern durchaus einen Wert, den man auch für Mathematik oder andere Dinge daraus ziehen kann. Und das kennt man aus Amerika und anderen Kontexten, wo durchaus, oder Großbritannien, da kenne ich das eigentlich noch viel mehr, wo das durchaus auch verzweckt wird, solange sozusagen künstlerische Arbeit gemacht wird, soll da auch Tolles rauskommen, was für die Industrie gut ist. Damit habe ich kein Problem. Aber das ist tatsächlich das, worüber wir sprechen sollten, weil kulturelle Bildung ist gar nichts Neues. Ich würde mir gern erlauben, da ich mir sowas nicht total merken kann, vor 200 Jahren Karl Friedrich Zelter, der das Gorki-Theater, das ich gerade übernommen habe, und ich habe mich beschäftigt, wie Sie sich vorstellen können, 1848, die Preußische Nationalversammlung dort, hat ja auch mit all dem zu tun, was wir heute besprechen, nämlich mit dem Kampf um Demokratie, um Menschenrechte. Dieser Spannungsbogen, der ist bei uns im Gorki eben von 1848, dieser Nationalversammlung, die dort stattfand, verjagt wurde, 18 dann tatsächlich die Ausrufung der Republik, 38, wir sind im 75. Jahr, die monokulturalistischste Zuspitzung, die wir erlebt haben mit den Pogromen, mit den Novemberpogromen und dann zuletzt 88, 89 die Wendezeit, alles, was dieses Haus bewegt hat. In dem Zusammenhang bin ich noch aus Singakademie-Zeiten, denn das war dieses Haus mal, also der Schritt vielleicht auch eben von weg von nur Kultur für die Aristokratie, für das Bürgertum. Jeder fremde und jedes hinzutretende Mitglied findet darin etwas, wo die Tugend gern verweilt. Aufmerksamkeit ohne sichtbare Anstrengung, Schönheit ohne Vorzug, Mannigfaltigkeit aller Stände und Gewerbe ohne affektierte Wahl, Ergötzung an einer schönen Kunst ohne Ermüdung, jede Vermischung von Geschlechtern, und das bezog sich damals auf Herkunft und Gender, gleich einem Blumengarten, und da wären wir bei Ihrem Lied mit dem erfüllt vom bunten Blumentanz. Ich glaube sozusagen, die Idee vom anständigen Menschen ist gar nichts Neues.
Und die Grundfrage für mich der Aufklärung, die wir heute wieder hochhalten, nachdem wir ein tiefschwarzes 20. Jahrhundert auch erlebt haben. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, wie wir sie heute hochhalten, mit welcher Selbstreflexion wir sie hochhalten. Und ich glaube, dass Ihre politische Haltung, die mich sehr auch emotionalisiert hat, wo ich mich sehr gefreut habe, als Sie gegen rechte Tendenzen aufgestanden sind, wo Kunst, Kultur zum linken Hobby degradiert wurde in den Niederlanden. Heute in Ungarn kann man nicht mehr inszenieren als Regisseur, wenn man das Herz nicht am rechten Fleck hat. Und in solchen Zeiten, glaube ich, ist genau, also... Aber darf ich da ein bisschen Wasser in den Wein gießen? Ja. Weil, und ich möchte jemanden namenlos zitieren, ein Journalist, der heute in der Stiftung anrief und sagte, ich möchte Hermann van Veen, wäre das möglich? Erzählen Sie mir ein bisschen was von dem Themenspektrum. Ich möchte ihm gerne eine aktuelle Frage stellen, denn wir brauchen ja in den Medien immer einen Bezug zur Aktualität. Wie ist denn seine Haltung zum NSA-Skandal? Warum erzähle ich das? Nicht um diesen Journalisten zu diskreditieren, das ist ein systemisches Problem. Wir kommen, ist meine Wahrnehmung von außen, häufig aus unserer, wir sind uns ja hier alle einig, in Deutschland sagt man immer, wir sind katholisch, wir sind da ja uns einig, dass das eine wichtige Angelegenheit ist. Wir haben aber häufig immer noch ein Legitimationsproblem und das ist für mich jetzt eine Frage an Sie alle drei. Draußen zu kommunizieren, wie ursächlich wichtig in Ihrem Bildungsbegriff, den Sie gerade auch zitiert haben, oder Sie alle drei, dass eigentlich zutiefst zur Menschenwerdung, Bildung, humanistischem Selbstverständnis, wer bin ich, wer kann ich sein, wer will ich sein, das dazu beitragen soll und dazu gehört. Warum haben wir da immer noch ein Problem, wenn jemand über etwas anderes reden muss und wir keine Aktualität mit dem Thema erzeugen können? Und die Medien sind für mich jetzt nur ein Platzhalter in dem Zusammenhang. Bitte, Winfried. Ja, also ich glaube, dieses Thema ist zum einen keins, was tagesaktuell ist. Es ist dann tagesaktuell, wenn, was ja häufig bemüht wird und was auch ein bisschen genau diese Randstellung kultureller Bildung immer wieder ausmacht, die wir ja versuchen hier in der Stiftung Mercator zu überwinden. Wir wollen es ja zum Teil von allgemeiner Bildung machen, also gleichberechtigt neben mathematischer, naturwissenschaftlicher, sprachlicher Bildung behandelt sehen. Wenn man diese Tagesaktualität nur in, ich sag mal, strahlenden Kinderaugen abbildet, die dann wieder mit einem Tänzer getanzt, mit einem Musiker musiziert haben, dann verkennt man das, was das Potenzial kultureller Bildung ist, indem es so eine Klatschspaltennummer wird, wo dann mal bunte Kinder gezeigt werden und dann war es das wieder. Ich glaube, wir haben hier ein Thema, was deswegen auch mit Anerkennung kämpft und um Anerkennung kämpft und drum ringen muss, weil es ein Thema ist, was sich natürlich auch einer heute so gebräuchlichen Logik von Messen, Wiegen, Beurteilen, Bewerten entzieht. Also kulturelle Bildung lässt sich ja sehr schlecht fassen und wir bemühen uns gerade darum in der Stiftung, zusammen mit unseren Partnern in den Ministerien und in den Verbänden und Behörden, die da in diesen Kontexten arbeiten, etwas herzustellen, was man Verlässlichkeiten in dem Feld nennen kann. Das heißt, wir können Rahmenbedingungen beschreiben und das tun wir, in denen kulturelle Bildung gelingen kann. Und wir versuchen, Qualifizierungen herzustellen, die dieses Gelingen immer besser ermöglichen. Aber man kann natürlich nicht sagen, jemand, der kulturell gebildet ist, ist jetzt kann genau diese Dinge oder er kann genau das. Das lässt sich nicht wie Mathematik abprüfen im engeren Sinne, sondern es ist ein Freiraum, das haben wir auch gerade erlebt, der sich in diesem Thema kulturelle Bildung immer abbilden muss, den wir aber ermöglichen können. Das heißt, wir brauchen mehr Forschung in dem Feld, unbedingt. Wir brauchen aber auch mehr Kommunikation und wir brauchen mehr Raum für das, was sozusagen in kultureller Bildung atmen muss, damit sie passieren kann. Charmin Langhoff, wenn Sie, und vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen von Projekten, die Sie unterm Herzen tragen, in denen Sie im Moment oder gesteckt haben, die für Sie erfolgreich gewesen sind. Woran haben Sie festgemacht, das war ein für Sie erfolgreiches Projekt und wie haben Sie das definiert? Entschuldigung, dass ich immer nicht gleich auf die Fragen antworte. Ist total in Ordnung. Ist ja auch wichtig, dass ich Ihnen erzähle, was ich für wichtig halte. Ich würde gerne weitermachen bei der gefassten Erfahrung, weil tatsächlich glaube ich, eines uns verbindet und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir auch über Verantwortung sprechen. Ich glaube, dass man, egal welches Projekt man macht, es eigentlich nur erfolgreich werden kann, wenn man seriös ist, wenn man andächtig damit umgeht, wenn es ein Anliegen gibt. Und ich glaube, wir haben ein Anliegen, wenn ich da für Sie mitsprechen darf, weil es eine gefasste Erfahrung davon gibt, wie es ist, Mentoren zu haben, wie es ist, Menschen zu haben, die einen sehen,
die einen unterstützen, die einem Möglichkeiten eröffnen, wie es ist, nicht ausgeschlossen zu werden. Und genau, oder auch aber eben das Gegenteil auch mal zu erfahren. Und daraus auch die Verantwortung zu übernehmen, für sich selbst das weiterzugeben. Also das ist der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, mich um kulturelle Bildung in der Praxis wie in der Theorie zu kümmern, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Und natürlich sehe in den Diskursen, in denen wir heute stecken, ich erklärte vorhin gerade die Komplexität, also wir leben heute natürlich in noch einer viel größeren Gleichzeitigkeit von Welt als zu meiner Zeit. Ich bin Mitte 40 bald, das heißt, ich bin noch durchaus mit einer Utopie, ich war auch Sozialistin wie ihr Vater, mit 14 schon in der illegalen KP der Türkei. Ich glaube, dass all diese Hintergründe, deswegen würde ich auch durchaus die politische Bildung, wenn auch nicht in den Künsten, aber um eigene Perspektiven, eigene Haltungen zu entwickeln zur Welt und zu Fragen der Welt, gerade in Zeiten, wo wir heute richtig finden, was wir morgen falsch benennen, ob es Handys sind oder andere Dinge, die die Forschung und anderes betreibt, dass in dieser Komplexität, in dieser Gleichzeitigkeit von Modellen, von Fragestellungen, aber auch von Antworten Gleichzeitigkeit, Wege und Mittel und Vermittlungsarbeit für Wege und Mittel, für Codes, wie gesagt, für Zeichen, für Sprachen. Und das kann Kunst, glaube ich, auf eine ganz besondere Art und Weise, weil Kunst eben nicht gegebenenfalls irgendwelchen Diktaten gehorchen muss von Diplomatie, die in der Politik gilt, von Profit, das im Geschäft gilt, etc. Also das ist tatsächlich der freiheitliche Raum, in dem es Klick machen kann, in dem ein Schlüsselerlebnis stattfinden kann, was uns befähigt, die eine oder andere Begabung auch wirklich zu leben, umzusetzen, weiterzugeben. Ich möchte Sie gerne ermutigen, wir haben drei Mikrofone im Raum, sich selber zu melden und sich Fragen zu überlegen. Herzlich gerne, ja, dann nehmen wir das direkt dort. Ich hätte nicht so schnell damit gerechnet, dann mache ich weiter. Wenn Sie so nett wären, der Herr in der Mitte, ungefähr vierte, fünfte Reihe. Sehr gerne. Wenn Sie sich netterweise kurz vorstellen würden, dass wir wissen, aus welcher... Mein Name ist Walter Fied. Herr von Fehn, Sie haben die These aufgestellt, dass jedes Kind begabt ist. Und haben das große Glück gehabt, einen Lehrer zu finden, der Ihre spezielle Begabung erkannt hat. Und damit quasi ihr Leben geöffnet und bestimmt hat. Ich versuche mal in die Praxis zu gehen. Da werden einem Lehrer oder einer Gruppe von Lehrern 25 bis 30 Kinder anvertraut für ein Jahr. 25 bis 30 spezielle Begabungen. Und nach einem Jahr entscheidet der Lehrer oder die Gruppe von Lehrern, zwei oder drei der Kinder werden nicht mitgenommen. Auf Deutsch bleiben sitzen. Ein grausamer Eingriff in die Karriere dieser Kinder. Muss man da nicht die Frage stellen, ob die Lehrer die Begabung dieser zwei oder drei Sitzenbleiber nicht erkannt haben? Muss die Entscheidung dieser Lehrer nicht überprüft werden, bevor dem Kind so etwas Schreckliches passiert? Danke Ihnen. Hermann von Wehen. Ich glaube, dass eine Klasse mit 30, 32 Kindern, dass das zu viel ist. Das ist also, denke ich, da die Klasse sollten kleiner sein. Da habe ich keinen Einfluss, aber ich glaube, dass das zu viel ist, weil man kann seine Andacht nicht über 32 Kinder so verteilen. Also ich denke jetzt an die Sonne, da muss man um die Sonne rennen. Das geht nicht, weil das Ding steht still. Wir drehen rum, das geht nicht. Der Lehrer ist dann Metaphor für die Sonne, das kann der Mann oder die Frau nicht.
Sitzen bleiben sollte nicht sein. Darf ich das aufgreifen, Herr van Veen? Wir haben inzwischen in Deutschland eine angehende Diskussion, die sich genau damit beschäftigt, ob das sinnvoll ist, ob das nicht abgeschafft werden soll. Ich möchte das aufgreifen, um zu einer anderen Frage zu kommen. Wenn diese Kinder nicht erkannt werden, was kann zum Beispiel die Tatsache, dass die Kulturagenten in Schulen, dass sie ausbilden und in Schulen schicken oder Schulen zu Kulturschulen als Vision sogar ausbilden wollen, was kann das dazu beitragen, dass diese Kinder in ihrem Wortsinn und auch in ihrem gesehen werden? Naja, die Frage zieht ja darauf ab, inwieweit ein Lehrer alleine verantwortlich ist für das, was sozusagen die Potenziale von Kindern entwickeln und entfalten lässt. Und ich glaube, dieses Thema der Kulturagenten ist beispielsweise ein sehr gutes für etwas, was in den Schulen ja immer mehr Platz greift, nämlich, dass es andere Personen gibt, die von außen, also sogenannte Dritte, die in Schule kommen und Kompetenzen einbringen, die Schule nochmal ganz neu erfahrbar machen, die Schule beleben, die einen anderen Blick auf die Kinder geben, die auch Lehrerinnen und Lehrern Entlastung geben. Ich glaube, das ist ein System, was da gerade wächst und wo die Kulturagenten eine zentrale Rolle spielen, was genau auch dazu beiträgt, dass solche Situationen, wie Sie sie beschreiben, nicht unbedingt der Alltag sind. Die Kulturagenten selber haben nur eine spezifische Kompetenz, weil sie arbeiten ja nicht direkt mit den Kindern. Die Kulturagenten arbeiten mit Lehrerinnen und Lehrern und sie arbeiten mit den Kulturinstituten. Und ihre Aufgabe ist es genau, die Mittler zu spielen zwischen den Künstlern oder Kulturpädagogen und den Lehrerinnen und Lehrern in den Schulen, weil wir wissen, dass dieser Prozess, dass die Künste in die Schule kommen, Begleitung braucht. Man kann nicht Künstler und Lehrer alleine lassen, weil es sind zwei verschiedene Sprachen, die sich da auch kennenlernen müssen und gegenseitig auch erstmal eine gemeinsame Sprache lernen müssen. Im Grunde genommen sind die Kulturagenten sowas wie Übersetzungshelfer. Und das ist eine Aufgabe, die ist wunderbarerweise temporär. Was wir feststellen, ist bei diesen Kulturagentenschulen, dass sie innerhalb von 2-3 Jahren jetzt schon eine enorme Lernkurve gemacht haben. Die haben ein Verständnis kultureller Bildung entwickelt in den Kollegien, wo die Lehrerinnen und Lehrer jetzt auch langsam dahin kommen zu sagen, das können wir jetzt alles auch mehr oder minder selbstständig machen. In 2-3 Jahren gehen die Kulturagenten raus und dann sind die Schulen hoffentlich, und da haben wir gute Hoffnung, dass es auch gelingen kann, in der Lage tatsächlich, das selber zu bestimmen. Was ist gute kulturelle Bildung? Was brauchen wir als Schule kultureller Bildung, was wollen wir machen? Nicht das jede heißt also, Schule. Jenseits jeder Versorgungsmentalität darauf zu setzen, dass der Funke so überspringt, dass aktiv aus eigenen Kräften etwas am Leben erhalten wird, wenn sie rausgehen. Klar, der Funke muss überspringen, das ist die Basisbedingung, aber die Bedingungen zu schaffen, dass der Funke überspringen kann, das ist die Aufgabe der Kulturagenten und das ist auch unser Ziel, im Grunde genommen, das möglichst vielen Schulen zuteilwerden zu lassen. Also, nebst der Tatsache, dass ich den Ansatz der Stiftung Mercator sehr schätze, in die Breite gehen zu wollen, nämlich auch gerade die Kinder zu erreichen, die eben über soziale Herkunft meist nicht in Sonderprojekten erreicht werden. Nichtsdestotrotz halte ich aber tatsächlich ein Schauen auf die Dinge für sehr wertvoll und Kulturagenten brauchen wir und wir brauchen noch viel mehr Agenten, um nämlich mit der Situation umzugehen, die wir vorfinden heute in Schule, wo wir auch von einem Marathon sprechen müssen, glaube ich. Und es ist natürlich auch das, was ihr als Stiftung macht, was von unschätzbarem Wert ist, nämlich mit der Politik zu sprechen und Politik zu machen für kulturelle Bildung. So verstehe ich auch den Rat für kulturelle Bildung, weil wir haben tatsächlich in der Praxis das Problem, wir hatten bereits nicht nur vor 200 Jahren tolle Gedanken von kultureller Bildung, sondern auch vor 30, 40, korrigieren Sie mich, Sozialdemokraten, Kultur für alle, das waren so Schlagworte, an die ich mich jetzt nicht ganz persönlich, aber aus Lektüre erinnern kann. Also auch das sind sozusagen keine ganz neuen Ideen und Erfindungen. Was passiert ist damals, ist ungeheuer wichtig gewesen für die Integration zum Beispiel einer zweiten Generation wie mir. Nämlich es gab an jedem Jugendzentrum, sowohl in Nürnberg, wo ich aufgewachsen bin, als auch in Berlin, die Möglichkeit, künstlerisch zu arbeiten, kulturell sich zu bilden. Und das waren ganz selbstverständliche Kurse, Workshops, die dort angeboten wurden, meist eben kommunal finanziert und getragen. Und heute haben wir die Situation, dass ein Ballhaus Naunienstraße zum Beispiel in der Naunienstraße die kulturelle Bildungsarbeit der gegenüberliegenden und für 20 Jahre wahnsinnig gute Arbeit gemacht habenden Jugendzentrums übernehmen, kompensieren muss, weil die Mittel
gestrichen sind, dieses Jugendzentrums. Also das heißt, es gilt, glaube ich, schon sehr viel politische Lobbyarbeit zu leisten, dass nicht gerade dort, wo wir es am notwendigsten hätten, die Streichungen stattfinden, worauf das nämlich leider dann rausläuft, bei aller Liebe und Leidenschaft von Stiftungen, von einzelnen zivilgesellschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements, ist, dass alle müssen ganz innovative, ganz modellhafte, ganz neue Projekte erfinden. Die müssen mindestens Rhythm Is It mäßig sein und so viel auch Promotion machen. Und wir kommen in ein, ja, ich weiß nicht, glaube ich nicht auf den richtigen Pfad des Marathons, was eben ein anständiges, ein seriöses Umgehen mit den Begabungen eines jeden einzelnen Kindes hat, unabhängig natürlich von dem, was wir an Problemen mit Schule und auch Lehrern leider heute haben. Herzensbildung ist etwas, was Lehrer genauso lernen müssen wie Kinder heute und etwas, was ich immer wieder rigoros vermisse als Mutter, die auch in der Praxis mit diesen Feldern zu tun hat. Ja, vielleicht erst mal so viel. Es ist interessant, weil Sie das gerade sagen, weil ich von Nele Hertling von der Akademie der Künste gerade gehört habe. Die haben zum Beispiel versucht, die Kinder von diesen von den Education-Projekten der Berliner Philharmoniker verstetigt in Maßnahmen zu bringen. Und es war sehr schwer. Ich versuche mich jetzt nicht in Antworten. Es war nicht möglich, eine Nachhaltigkeit da zu erzeugen, weil bestimmte Akteure daran offensichtlich nicht mehr so viel, ich sage es jetzt einfach mal so, vielleicht Interesse hatten. Und da war großes Wehklagen zum Beispiel zu sagen, wir wollen Verstetigung, es ist aber so schwierig aufgrund dieses Innovationsdrucks und gesehen werden wollen etc. Sie hatten sich gemeldet und bitte sehr, wenn Sie netterweise, und da ist noch ein Herr danach in der vierten Reihe, ja bitte sehr. Das ist natürlich eine rhetorische Frage an Herrn von Feen. Herr von Feen, als Ihr Lehrer damals Ihnen die Geige in die Hand gedrückt hat, hat er da den Satz gesagt, jetzt machen wir ein Projekt? Nein. Womit wir beim Thema wären. Ich möchte diese Frage insofern begründen, dass ich verstehe es einfach nicht und ich habe auch nicht die Antwort, dass wenn wir von Kreativität, Kunst, Kindern sprechen, dass wir immer eine Begründung brauchen. Das heißt, es gibt ein Curriculum, es gibt Lehrpläne. Ich habe noch nie einen Mathematiklehrer, auch nicht in meiner Zeit, gehört, der gesagt, du, jetzt machen wir mal ein Projekt und hat es dann gerechtfertigt. Also ich glaube, dass wir alle irgendwo, wie wir hier sitzen und stehen, in unserer Vita einen Minderwertigkeitskomplex haben, was Kunst und Kreativität anbelangt. Wir begründen auch nicht ein Projekt, wenn wir was essen. Ich habe noch nie gehört von meiner Mutter früher, wir machen jetzt ein Projekt, wir essen. Und wenn ich das so beobachte, diese Art der Diskussion der Bildung, nicht bei Ihnen jetzt, sondern in unserer Öffentlichkeit, dann müssten wir eigentlich mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit herangehen und doch die anderen, die uns torpedieren, die uns nicht eine Stunde geben im Unterricht, die sollen doch mal rechtfertigen, warum kein Klavier gespielt wird, warum keine Geige gespielt wird. Drehen wir den Spieß in der Begründung innerhalb der Politik, in unserer Gesellschaft doch einfach mal um. Danke. Darf ich das? Das war ja gewissermaßen nicht eine Frage, sondern eher ein Statement. Darf ich aber da eine Frage dranhängen? Vielleicht an Sie alle oder an Winfried Kneipp zuerst mal. Kann, um aus dieser, sage ich jetzt mal, Marginalisierungsnische oder aus dem Legitimationsdruck ein Stück rauszukommen, kann einer der vielen Wege sein, über die Anwendung künstlerischer Strategien und des, wie soll ich sagen, Selbstverständnisses, des künstlerischen Herangehens an die Dinge, nicht das Projekt machen, kann das ein weiterer Weg sein, um zur Verstetigung in der Breite mit Hilfe der Politik zu kommen? Ich glaube, das ist der einzige Weg, wenn ich das mal so vorausgreifend sagen kann. Ich würde gerne was zur Ehrenrettung des Projekts sagen, Herr Weller. Auch wenn ich Ihre Meinung teile, dass man diese Projektitis natürlich nicht unbedingt immer wieder betreiben sollte und dass das auch ein großes Problem ist, weil, womit viele, die hier sitzen, zu tun haben, dass Bewilligungen für Projekte erfolgen und dann laufen die aus und was passiert dann? Da muss wieder Geld reingeschossen werden. Das kostet alles immer unheimlich viel Geld und wer kann dieses Geld bereitstellen? Kein Ministerium kann das, keine Stiftung kann das, das kann man einfach nicht. Also wir müssen aber Projekte haben, da wo wir Dinge ausprobieren. Und da wo wir Dinge ausprobieren und dann unsere Lehren daraus ziehen. Und wenn ich mal auf Stiftungshandeln schaue, wie wir als Stiftungen, sage ich jetzt mal bewusst, in den letzten Jahren auch gelernt haben, dann war es dahingehend, dass wir verstanden haben, man kann nicht sozusagen Projekte machen und dann dem Land oder der Kommune sagen, jetzt mach. Wir haben ja bewiesen, dass es funktioniert, nun mach mal. Da gibt es viele, in Anführungszeichen, Projektleichen, die überall rumliegen und die dann immer ein Problem darstellen, weil unheimlich viele Leute enttäuscht werden. Aber was wir versuchen, ist, das zu lernen, dass das
und jetzt komme ich auf das, was Ihre Frage war, dass das, was zum Beispiel für Lehrerinnen und Lehrer essentiell ist, ist, dass sie nicht nur lernen, was macht der Künstler in meiner Klasse und was macht er für tolle Dinge, sondern was kann ich selber vom Künstler lernen, was ich selber anwenden kann. Also forschendes, entdeckendes Lernen beispielsweise ist auch nichts Neues. Aber das ist etwas, was man von Künstlern lernen kann. Das nenne ich eine künstlerische Strategie. Also in etwas hineinzugehen, von dem man nicht weiß, wo es endet. Das, was Hermann van Veen anfangs gesagt hat. Also die Frage der Ungewissheit, das ist etwas, wo Lernen passiert. Also wenn wir mal schauen, die Definition von Lernen ist im Prinzip sozusagen, man lernt in dem Moment, wo eine neue Situation eintritt, die man nicht kennt. Und das ist immer wieder Lernen und sich vergewissern. Und das ist im Prinzip eine zutiefst künstlerische Strategie. Also im Grunde ist das, was die Künste ausmacht, das, was das Lernen ausmacht. Und wenn ein Lehrer das verstanden hat und eine Lehrerin das verstanden hat, ab dem Moment sind wir auf dem gleichen Level und dann können Lehrer und Künstler auch miteinander reden. Es war jetzt, das war jetzt fast ein Schlusswort, aber ich, wo wir so viel über Partizipation und sozusagen individuelle Teilhabe heute Abend gesprochen haben, nicht unbedingt immer im Wort, aber im Selbstverständnis. Es war noch eine Frage in der vierten Reihe, glaube ich, und da noch eine letzte. Ich glaube, die zwei Fragen würde ich gerne noch nehmen und dann geben wir der Kunst das letzte Wort wieder zurück, was ich sehr schön finde. Huh, es werden jetzt mehr, jetzt wird es kritisch. Das muss jetzt Herr Lorenz entscheiden. Nicht, dass das Buffet kalt wird, das wäre dramatisch. Der Herr und der wie auch immer. Ladies first, womöglich. Dankeschön. Und dann. So, erst die Lady, die Dame aus der drittletzten Reihe und dann gerne Sie. Okay. Ich hätte gerne von Ihnen dreien jeweils einen praktischen Vorschlag, was man an der jetzigen Situation, an der jetzigen Bildungssituation verändern kann. In dieser Region, wissen wir, lebt jedes dritte Kind, glaube ich, inzwischen, bis vor kurzem war es jedes vierte, in der Armutsgrenze. Ich würde den Raum heute ungern verlassen, ohne konkrete Aufgaben, was man an dieser Situation praktisch verändern kann, auch im Hinblick auf Politik. Und ja, vielleicht haben Sie irgendetwas, was Sie mir mit auf den Weg geben können. Ich glaube, das ist, ich will das jetzt nicht konterkarieren, das ist eine so große Frage. Ich würde, also vielleicht können wir noch, ganz wichtige Frage, vielleicht können wir noch drei persönliche Statements von Ihnen bekommen dazu. Und dann würde ich fast mit einem Semikolon der Kunst das überlassen und Sie ansonsten herzlich einladen, das draußen weiter zu teilen. Schermin Langer, vielleicht fangen Sie an, Hermann van Veen, Winfried Kneip. Ich habe natürlich keine Lösung dafür, aber das ist tatsächlich das, was mich auch mitunter am meisten beschäftigt, im Zusammenhang dessen, dass wir sehen, dass die kulturelle Bildung, so wie sie im Moment partizipabel ist, nicht funktioniert. Also ich habe eine Musikschule ganz konkret in Kreuzberg, die zu 80% von Kindern besucht wird, die nicht aus Kreuzberg stammen, sondern von Charlottenburgern, die dort keinen Platz mehr bekommen haben oder von Zehlendorfern, weil sie die Wege wissen, wann sie sich anmelden müssen, wie sie sich bemühen müssen und weil sie diese kulturellen Techniken haben und dass genau sozusagen die Einwohnerschaft, obwohl es diese staatliche Musikschule gibt, wo man für 20 € im Monat musikalische Grundbildung bekommen kann, tatsächlich die in dem Fall 40% migrantische Bevölkerung, die direkt im Wohngebiet wohnt, gar nicht erst in den Genuss kommt. Und es gibt so vieles andere. Es gibt die Schulen, von denen wir nach der großen, großen Erhebung, die in Grundschulen gemacht worden ist, ich weiß nicht mit wie viel tausend Beteiligten, wissen, das Wichtigste ist der Lehrer. So, also das heißt, und wenn wir jetzt zur Armut kommen, ist es tatsächlich eine große politische Frage, die vielleicht darin lautet, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir Demokratie oder Kapitalismus wollen. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, weil es wirklich eine ganz, ganz gravierende, entscheidende Frage ist, weil sich das neoliberale Kapital einen Dreck schert um die armen Kinder bei uns, genauso wie in anderen Staaten dieser Welt. Und das ist ein Riesenproblem, auf das ich als Künstlerin nicht direkt eine Antwort habe, wie wir Armut abschaffen, wie wir dafür sorgen, dass nicht jedes dritte Kind hier und auch in Berlin ist es jedes vierte Kind an der Armutsgrenze leben. Ich habe
heute in einem der vielen Zeitungen einen Erfahrungsbericht, den jetzt eine im Jobcenter arbeitende Hartz-IV-Empfängerin, ich glaube es war sogar die Bild-Zeitung, jetzt als Tagebuch aufgeschrieben hat, wo eben beschrieben wird, dass es was Besonderes ist, eine Capri-Sonne trinken zu können einmal die Woche, und das erleben Kinder tagtäglich hier in unserem Land, und ich schäme mich dafür, und wenn Sie eine Initiative haben, ich mache gern mit. Shami Langhoff, vielen Dank, und vielleicht noch ergänzt um die Information, dass viele der Kooperationspartner in Kulturprojekten auch zu prekären Arbeitsbedingungen, damit es überhaupt möglich ist, dass Sie als Künstler in solchen Projekten tätig sein können. Winfried Kneip, drei letzte Worte von Ihnen und dann übergeben wir das Mikrofon künstlerisch an Hermann van Ween zurück. Naja, wie man Armut hier in der Region beheben kann, da wage ich mir kein Urteil zu fällen oder auch keine Lösung vorzugeben, aber es gibt ja nicht nur materielle Armut, und ich denke, es gibt ja hier auch in dieser Region, das haben wir auch festgestellt, als wir den Bildungsbericht Ruhr für diese Region erhoben haben, sozusagen auch einen Bildungsnachteil, eine Bildungsbenachteiligung der jungen Menschen hier in der Region. Und was man da tun kann, das ist schon evident. Also zum einen glaube ich, man muss mit allen Beteiligten gemeinsam Lösungen suchen. Das versuchen wir auch hier in der Region. Das heißt, alle müssen sich an einen Tisch setzen und miteinander überlegen, was ist das Beste? Nicht mit Lösungen reinkommen, die man vorgibt, die angeblich funktionieren sollen, sondern die Leute fragen, was braucht ihr, um eure Situation selber zu verändern? Und dann braucht man natürlich Langmut, weil eine solche Entwicklung ist nicht in 2-3 Jahren zu bewältigen, dass man in den Klassen die Situation verändert, in den Schulen die Situation verändert, aber auch in den Familien die Situation verändert. Man darf ja nicht so tun, als ob Bildung nur in Schule geschehen würde. Also ich glaube, es braucht alles das, Langmut, es braucht einen klaren Blick, aber auch es braucht ein System für das, was da organisiert werden muss. Aber ich finde, da sind wir auf einem guten Weg, und deswegen meine ich, wir sollten an der Stelle weitermachen und nicht uns entmutigen lassen von dem, was immer wieder an negativen Schlagzeilen jeden Tag in den Medien steht. Winfried Kneip, Ihnen dreien ganz herzlichen Dank dafür und viel Langmut weiterhin. Hermann van Ween.